Proulette System Bill Up On. Autor D. Seltsam Gensi. Spieleinsätze auf die jeweiligen Signale erfolgen nur auf die ECI, einfache Chancen, beziehungsweise je zwei Kolonnen, oder zwei Dutzende, niemals, gemischt. Die Spielstrategie, Bill Up On, bespielt nur die Favoriten in der Permanenztafel. Als Permanenztafel wird die Anzeige über dem Spieltisch bezeichnet, welche je nach Casino die letzten 12 bis 15 gefallenen Zahlen auflisten. Je nach Casino wird unterschiedlich die zuletzt gefallenen Zahl entweder oben oder auch unten in der Permanenztafel angezeigt. Das ist unbedingt zu beachten, denn die TOP-Favoriten sind immer die zuletzt gefallenen Zahlen in der Permanenzanzeige. Die am weitesten entfernten Zahlen in der Anzeigetafel geben Aufschluss darüber, ob ein Angriff auf den TOP-Favoriten erfolgreich ist, werden jedoch nicht mehr als TOP-Favoriten angesehen. Beispiele dafür werden in den folgenden Satzsignalen deutlich. Die Satzsignale. Die kleinen Roten. In nahezu allen Permanenzen habe ich festgestellt, dass nach einer kleinen Roten 1,3, 5, 7,9 in den nächsten 3 bis 5 Korbs wieder eine kleine Rote erscheint. Fallen gleich zwei kleine Rote hintereinander, haben wir ein Satzsignal. Nun erfolgt ein Angriff auf die EC-Rot, Empire oder Mankwe, denn nur in diesem EC befinden sich diese Zahlen. Um die entsprechende EC zu finden, werden die gefallenen Korbs, Zahlen, in der Permanenzanzeige nun verglichen. Es wird nur die sich in der gesamten Anzeigetafel hervorstechende EC bespielt, wobei es sich jedoch nur um eine der vorgenannten Rot, Impar und Mankwe handeln darf, denn allein für diese drei EC ist durch Erscheinen der beiden kleinen Roten nun ein Satzsignal gegeben. Sind neben den beiden kleinen Roten in der Überzahl mehr rote als schwarze Zahlen in der Permanenztafel, erfolgt ein Angriff auf Rot. Sind überwiegend zusätzlich zu den beiden kleinen Roten mehr Zahlen in Empire auf der Permanenztafel, erfolgt Angriff auf Empire, und ebenso verhält es sich mit den Zahlen in Mankwe, die für einen Angriff auf diese Chance öfter gefallen sein müssen als Zahlen der E-Passe. Ein Beispiel: 19,22, 14,31, 39,19, 17,6, 35,10, 21,23, 22,11, 5,7. Durch die zuletzt gefallenen Zahlen 5 und 7 hat sich ein Signal für die kleinen Roten ergeben. In der Permanenztafel suchen wir jetzt den Favoriten der drei vorgenannten EC und werden schnell in EC Empire fündig, denn dieser EC ist gegenüber der EC Per mit 10.5 ganz deutlich der Favorit. In diesem Beispiel würde nun Empire gespielt. In dieser Permanenz kristallisiert sich eventuell ein zweites Signal ab, denn durch Erscheinen der 5 und 23 in den letzten 5 Korbs könnte sich in Kürze ein Signal bilden. Dazu später mehr. Die magische 36. Die 36 ist eine magische Zahl im Roulette-Spiel. Das Signal ist denkbar einfach. Nach Erscheinen der 36 werden in den folgenden Korbs alle 6x beobachtet. Es wird die letzte verbleibende EC angegriffen. Ein Beispiel. Die 36 erscheint. Im nächsten Q fällt die 1, womit die EC Empire, die EC Rot sowie EC Mankwe erschienen sind. Fällt beispielsweise im darauf folgenden Q die 2, wären die EC Schwarz und die EC Pair erschienen. Einzig noch ausstehende EC ist Passe, worauf nun der Angriff erfolgt. Aber bitte Achtung! Je länger die letzte EC nach der 36 auf sich warten lässt, umso sicherer ist die Gewinnwahrscheinlichkeit. Im vorgenannten Beispiel sind nach der 36 erst zwei Zahlen erschienen
Und hier sollte dann schon die Strategie mit diesem Satzsignal schon länger bespielt worden sein, um eine gewisse persönliche Sicherheit zu erhalten. In den meisten Fällen werden jedoch nach Fall der 36 überwiegend 5 Zahlen und mehr erscheinen, und dann noch eine EC offenstehen. Für Strategieanfänger rät' ich an, dieses Signal nur in solchen Fällen zu bespielen. Coup de Lion. Der Coup de Lion ist für mich fast die sicherste Variante, einen Gewinn zu machen. Der Coup de Lion bildet sich immer dann, wenn nach einer längeren Serie ein Wechsel stattfindet, sich also ein isoliert stehender Einzelkoop bildet. Wenn also zum Beispiel 10x Rot erschienen ist, dann Schwarz kommt, erfolgt der Angriff auf EC Rot. Der offiziell bekannte Coup de Lion wird schon nach dem 15. Mal bespielt. Erfahrungen beruhen auf eine Treffersicherheit bei einem Warten von mindestens 10 Mal. Keine 8 oder 9, sondern 10 Mal. Als Beispiel. Wenn eine bestimmte EC mindestens 10 Mal erschienen ist, und sich dann mit einer anderen E abwechselt, erfolgt der Angriff auf die EC, welche zuvor mindestens 10 Mal erschienen war. Es wird also der Favorit bespielt. Signal Zero-Spiel. Ist in den letzten Coops das Zero-Spiel 12,3, 5,3, 26,0, 32,15, 3x unmittelbar hintereinander erschienen, ist größtmögliche Wahrscheinlichkeit gegeben, dass auf den Kolonnen zweitens und drittens ein Gewinn gemacht wird, denn das Zero-Spiel befindet sich, bis auf die 0, nur in diesen beiden Kolonnen. Verwandtschaftsverhältnisse, die Top-Signale. Achten Sie in der abgelaufenen Permanenzfolge, Anzeigetafel, auf das Erscheinen von den Pleinzahlen 5, 8, 20 und 23. Diese Zahlen befinden sich ausschließlich in der zweiten Kolonne, sowie auch im ersten zweites Dutzend. Ebenfalls bei den Pleinzahlen 16,18, 34 und 36 ist nach diesem Schema ein kurzfristiger Gewinn. Bei Satz auf erstens U dritte Kolonne fast sicher, ebenfalls ein Spiel auf das zweitens U drei Dutzend, und den EC Rot und Per. Als drittes, habe auch ein Verwandtschaftsverhältnis der Zahlen 4, 13, 31 festgestellt, und sehr oft sind alle drei in der Permanenztafel zu finden, wenn sich auch nur eine davon gezeigt hat. Diese Dreiergruppe zeigt auch gerne die 2 oder 26 noch zusätzlich, so dass bei mindestens 2 erschienenen Zahlen dieser Fünfergruppe ein Satz auf die erstens und zweite Kolonne kurzfristig zu einem Treffer führt. Weiterhin sind alle vorgenannten schwarze Zahlen. Für alle vorgenannten Verwandtschaftsverhältnisse gilt: Sind von den Pleinzahlen in der Anzeigetafel 2 hintereinander erschienen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung, oder der Fall einer der fehlenden Zahlen immens groß. Einsätze und Kapitalbedarf. Für die ersten Schritte rät ich ein Spiel auf die Kolonnen oder Dutzende zu suchen, denn selbstverständlich ist eine Gewinnaussicht bei einer Abdeckung von 24 Zahlen entsprechend besser als ein Spiel auf eine EC mit nur 18 Zahlen. Anders formuliert: Einem Strategieanfänger rät ich für die ersten 2 bis 3 Sätze, ein Spiel auf Kolonne/Dutzende zu wählen, und ab dem 3 bis 4 Satz auf eine EC zu wechseln, denn dies macht sich in der Kapitalisierung stark bemerkbar. Im Fortlauf der Strategieerfahrung wird jedoch ein jeder Spieler seine Erfahrungen selbst machen, welches Spiel er für welche Chance wählt.